nächste Rednerin grüßen wir Christa Hecht von der Allianz Öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Hallo! Christa Hecht spricht sich dafür aus, das Menschenrecht auf Wasser in der Verfassung zu verankern und auch auf EU-Ebene zu fixieren. Herzlich willkommen, Christa Hecht. Hallo! Ja, danke. Ich vertrete hier die öffentliche Wasserwirtschaft, was heißt 6.000 Wasserversorger in öffentlicher Hand und 6.000 Abwasserbetriebe in öffentlicher Hand in Deutschland. Die Unternehmen oder die Betriebe, die ich hier vertrete, versorgen 24 Stunden am Tag, 365 Mal im Jahr. Uns alle mit sauberem Wasser. Mit sauberem Trinkwasser, das wir frisch aus der Wasserleitung nehmen können, das ist gesund und steht uns ständig zur Verfügung. Die 6.000 Abwasserbetriebe in Deutschland sorgen dafür, dass das Abwasser auf höchstem Standard gereinigt wird und dass dadurch die Flüsse und Seen in den letzten 50 Jahren wieder sauber geworden sind, dass wir wieder in den Seen und in den Flüssen baden können und dass die Umwelt geschützt wird. Das ist international ein hoher Standard, der auch anerkannt ist. Wenn wir die Probleme in einigen anderen Ländern sehen, Afrika, Asien, dann zeigt das sehr deutlich, dass die Gesundheit von den Menschen davon abhängt, ob sie sauberes Wasser zum Trinken haben oder ob sie überhaupt sanitäre Anlagen haben und eine Beseitigung des Abwassers. Die Kindersterblichkeit dort hängt im Wesentlichen davon ab, dass die Kinder kein sauberes Wasser zu trinken haben. Ja, diesen Standard, den wir in Deutschland erreicht haben, den wollen wir uns auch erhalten. Das ist in den letzten 150 Jahren in Deutschland gewachsen, in kommunalen Strukturen. Das hat dazu beigetragen, dass die Kommunen sich auch weiterentwickeln konnten, dass sie auch prosperiert sind. Da gehe ich noch mal ein bisschen weiter. Wenn wir uns ja die Entwicklung im Mittelalter oder in den letzten 1000 Jahren ansehen, dann war immer Voraussetzung, dass Städte sich entwickeln konnten oder Menschen sich irgendwo ansiedeln konnten, dass sie Wasser zu trinken hatten. Das ist in den Kommunen organisiert worden und in Deutschland ist das wesentlich im Grundgesetz, im Artikel 28 niedergelegt, wo die Kommunen die Aufgabe der Daseinsvorsorge haben und das auch selbst bestimmen können. Wie Matthias Landstätter schon gesagt hat, gibt es aber von europäischer Ebene immer wieder Versuche, durch Regelungen da einzugreifen und die Kommunen zu zwingen, die Wasserversorgung auszuschreiben oder auch Einfallstore zu eröffnen, wo private Unternehmen in die Abwasserentsorgung und in die Wasserversorgung reinkommen. Das lehnen wir ab, deshalb lehnen wir auch die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ab und deshalb wenden wir uns gegen die Privatisierung von Wasser. Bravo! Ja! Deshalb unterstützt die AEW das europäische Bürgerbegehren, deshalb unterstützen wir diese Aktion hier und ich gehe noch weiter. Ich meine, es reicht nicht aus, die Daseinsvorsorge im Grundgesetz zu regeln, wenn es ernst gemeint ist, dass Wasser nicht privatisiert werden soll in Deutschland, dann muss das im Grundgesetz geregelt werden. Ja! 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 Dann muss das in den europäischen Grundrechten geregelt werden. Genau. Und es muss auch Einzug halten in die europäischen Verträge. Ja! Im Zuge der Krise, der Finanzkrise, wird versucht, Griechenland, Portugal
und Spanien unter Druck zu setzen, ihr Wasser zu privatisieren. Ich habe gerade in den letzten Tagen gelesen, für Thessaloniki ist die Wasserversorgung jetzt ausgeschrieben. Griechenland hat sich lange dagegen gewehrt, aber das ist jetzt ausgeschrieben und das wollten wir auch absichern, dass das nicht weiter geschieht und dass in der EU Wasser nicht privatisiert wird. Nicht in Deutschland und nicht in der EU.